Herzlich willkommen zum Digital Beat Podcast. Ich freue mich, dass du dabei bist. Wahrscheinlich hast du diverse Folgen schon von uns angehört. Und ich kann dir sagen, in dieser Folge wartet ein echter digitaler Nomade auf dich. Markus Meurer, wir haben ihn eingeladen, ein Online-Interview im Rahmen des Gründerkongresses mit ihm gemacht. Deswegen sorry schon mal an dieser Stelle, wenn die Tonqualität nicht immer perfekt ist. Es liegt daran, dass Markus uns aus dem Ausland, wie es sich für einen digitalen Nomaden gehört, zugeschaltet war. Und wir haben hier sehr, sehr interessante Einblicke in sein Leben als digitaler Nomade. Also er reist immer gerne rum und betreibt sein Business von jedem Punkt dieser Welt aus, wo er Internetanschluss hat. Und ich möchte eins vorweg sagen, wir haben im Rahmen des Gründerkongresses Markus seinen Vortrag bewerten lassen. Er war einer der Top-Speaker beim Gründerkongress. Also ich wünsche dir viel Spaß mit diesem interessanten Interview, mit den Insights von Markus Meurer. Sehen wir als nächstes steht Markus Meurer auf dem Programmpunkt. Ein Interview. Wir haben Markus eingeladen, weil er selber sehr, sehr viel unterwegs ist und auch selber sehr, sehr viel zu der Thematik sagen kann, weil er uns konfrontieren wird. Und das in Form eines Interviews, und da versuchen wir direkt gleich mal die Live-Schaltung. Und normalerweise sagt man immer oder fragt man jemanden zur Begrüßung, wie geht es dir? Aber bei digitalen Nomaden, was der Markus ist, ist eher die Frage, Markus, wo bist du gerade? Ja, hi Tom. Erstmal danke für die Einladung und danke, dass ich mit am Start sein darf. Ist echt ein geiles Projekt, was du hier auf die Beine gestellt hast. Also Hut ab dafür. Und ich bin gerade in Lissabon. In Portugal. Und das ist eine geile Stadt. Also hier herrscht ein totaler Gründerspirit. Man sagt so ein bisschen wie Berlin vor 15 Jahren. Also die Leute sind voll on fire. Es gibt viele, viele Startup-Events. Die Portugiesen selber, die Locals, die sind super motiviert. Gerade auch aufgrund der schweren wirtschaftlichen Zeit, die sie jetzt so die letzten Jahre hatten, quasi aus der Asche wieder aufzuerstehen. Und das machen sie richtig, richtig gut. Und von daher ist es gerade total geil, hier in Lissabon zu sein. Und wir veranstalten hier nämlich in gut einer Woche unser internationales DNX-Event. Und das ist eine Konferenz zum Thema digitales Nomadentum auf Englisch, wo wir Speaker aus der ganzen Welt, wie zum Beispiel Pat Flynn, dann einfliegen aus den USA. Aber es kommen auch Speaker aus Neuseeland, UK, aus Estland ist jemand mit am Start. Und die Teilnehmer kommen aus über 40 verschiedenen Ländern. Also das ist schon mal ein ganz großes Kino, was wir hier veranstalten. Und deshalb bin ich gerade in Lissabon. Und nach dem Event gehen wir aber dann weiter nach Brasilien zum Kitesurfen. Und da bin ich dann 3 Monate am Start. Also Brasilien ist so eine von unseren Homebases. Okay, das hört sich sehr, sehr spannend an. Dann hoffen wir an dieser Stelle erstmal, dass die Verbindung nach Lissabon hält während des Interviews. Und entschuldigen uns mal, falls es da den einen oder anderen Aussetzer geben mag. Erzähl uns doch kurz 1-2 Worte zu dir. Also wir wissen jetzt, du bist in Lissabon, du machst Events, Veranstaltungen, du reist gerne, du bist digitaler Nomade. Was sollte man noch über dich wissen? Ja, ich bin digitaler Nomade. Vielleicht so ein bisschen für die Leute, die noch nicht so viel darüber gehört haben oder den Begriff vielleicht nur mit jemandem verbinden, der mit dem Laptop am Strand sitzt. Also das ist relativ unrealistisch. Wie du gerade siehst, bin ich hier in meiner Airbnb-Wohnung, reise also ständig um die Welt, habe auch keine feste Wohnung mehr und bin eigentlich immer da, wo ich selber am kreativsten bin, aber auch selber in meiner eigenen Kraft bin. Und das ist da, wo es warm ist, wo die Sonne scheint, wo ich Kitesurfen kann, wo ich am Meer bin. In Thailand oder Bali kann das dann auch mal Yoga sein, anstatt Kitesurfen. Also da, wo du irgendwie so im Inner Peace bist. Und da habe ich dann auch die größte Kraft, die meiste Power, um das businessmäßig voranzutreiben, was wir gerade machen. Wir haben nämlich mit dem Lifestyle, wir waren eine der ersten in Deutschland, die quasi public, so öffentlich gegangen sind und darüber geredet haben, dass es noch Alternativen gibt zu dem konventionellen Arbeitskonzept. Und haben deshalb ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen. Und daraus ist eine ganze Bewegung entstanden mit mittlerweile über 10.000 Leuten allein bei uns in der DNX-Facebook-Community. Tausende von Leuten auf unseren Events. Und eine Jobbörse haben wir gestartet. Einen Podcast habe ich gestartet mit dem Namen Lifehacks. Ja, und das ist so meine absolute Passion, anderen Leuten zu helfen, auch ein System auszuformen und sich ihre Zeit und ihre Jobs dann selber einteilen zu können. Und wirklich, unsere Lebenszeit ist begrenzt und das ist die Währung, die für alle gleich ist, das ist die Lebenszeit. Und da macht es überhaupt keinen Sinn mehr, heutzutage im Jahr 2017 in einem Office zu sitzen und ständig aus dem Fenster zu schauen und das Gefühl zu haben, die Welt läuft draußen an einem vorbei. Ja, diese Wahlmöglichkeiten hat man heutzutage, aber das ist jetzt nicht so der klassische Weg, den man irgendwie in der Schule mitgegeben bekommt. Ich vermute mal, deine Eltern waren auch keine digitalen Nomaden und da drängt sich irgendwie auf, du sagtest eben, du warst einer der Ersten, die das mal publik gemacht haben und kommuniziert haben und darüber sprechen. Ja, wie bist du denn selber überhaupt dazu gekommen?
Ja, also du hast recht, meine Eltern waren auch relativ konservativ unterwegs. Mein Vater in der Immobilienbranche, meine Mutter ist Lehrerin. Von daher gab es da auch gar nicht so das Thema Unternehmertum. Aber das kam bei mir auf, als ich Ende 2012 in der Startup-Szene in Berlin unterwegs gewesen bin, damals auch als Online-Marketing-Manager in echt spannenden Startups wie Daily Deal, die während meiner Zeit dann an Google verkauft worden sind. Und habe dann aber aufgrund des Gründerspirits in Berlin irgendwann beschlossen, so, das kannst du auch selber, und hatte so diesen Drang und auch das Inner Calling. Ich wusste genau, irgendwie da steckt noch viel mehr in mir drin, und habe mich dann deshalb Ende 2012 selbstständig gemacht, war ohne Job und bin dann auf ein Sabbatical mit meiner Freundin nach Südostasien gefahren, um von da quasi an meiner Website zu bauen, an dem Pricing zu arbeiten und vielleicht auch schon so die ersten lauwarmen Leads über Xing und LinkedIn aufzuwärmen und die ersten Kunden zu generieren. Das hat dann so gut funktioniert, dass wir von den Philippinen aus den ersten Kunden bekommen haben in der Berliner Startup-Szene, gleichzeitig einen Reiseblog gestartet haben mit dem Namen Travelicia, der mittlerweile einer der größten Reiseblogs in Deutschland ist. Und theoretisch können wir jetzt nur von den Einnahmen von einem Reiseblog schon ganz gut leben und haben also angefangen als Freelancer im Bereich Online-Marketing und hatten unser erstes eigenes Business mit dem Blog gestartet, als wir in Südostasien unterwegs waren. Und als wir dann gemerkt haben, so, Alter, es funktioniert wirklich und die Leute zahlen uns hier die Rechnung und wir sind gerade auf Kuta Lombok, das ist eine Nachbarinsel von Bali, wo dann so die Rechnung von dem Startup aus Berlin bezahlt worden ist, haben wir für uns selber beschlossen, oder ich auch für mich so, wenn ich wir sage, ich mache das alles mit meiner Freundin Feli zusammen und wir haben unser Business auch gemeinsam aufgebaut. Für mich war das so der Punkt, so never go back, und von da sind wir dann sehr öffentlich auf unsere Facebook-Profilen gegangen, haben irgendwie waren so excited und overwhelmed, dass wir was anderes gefunden hatten als das konventionelle Arbeitssystem. Und das hat natürlich dann ziemlich viel Aufmerksamkeit gezogen von den Menschen, aber auch von den Medien, von der Presse, vom Fernsehen. Und deshalb ging das dann alles ziemlich rasant. Und das war eine krasse Achterbahnfahrt seitdem in den letzten 5 Jahren. Okay, das ist bei dir schon ein paar Jahre her. Und wenn ich heute mit Experten in der Gründerszene spreche, wo ich dich jetzt mal mit zuzählen möchte, ist oft die Aussage, dass es jetzt im aktuellen Jahr 2017 eigentlich eine Zeit ist, wo es einfacher und besser denn je ist zu gründen. Was ist so deine Meinung dazu? Absolut. Also kann ich voll unterstreichen. Wir stehen noch völlig am Anfang. Ich krieg's ja mit, was wir so an Inbound-Mails bekommen von Leuten, aber auch großen Corporates, die jetzt erst darauf stoßen und völlig on fire sind, aber noch nie was davon gehört haben. Also das Internet hat uns echt geholfen, dass man Reichweite aufbauen kann. Ich erreiche allein mit meinem Podcast über 100.000 Hörer pro Monat. Auf YouTube kannst du selber einen Kanal starten mit wenig monetären Einsatz. Du kannst einen Blog starten. Du hast nicht mehr diese Gatekeeper, wie du früher hattest, um überhaupt irgendwie vielleicht in die Mainstream-Medien zu kommen oder auf die Seite von den Leserbriefen, sondern jeder kann wirklich so seine Meinung raushauen und kein Mensch kann mich irgendwie zensieren auf meinem Podcast. Ich kann da machen, was ich will. Und das ist schon mal richtig geil. Die Informationen, die fließen frei, die fließen immer schneller dank dem Internet. Man kann super gut schnell starten nach dem Lean Startup Approach. Das heißt, du machst einen schnellen Markttest, baust vielleicht eine Landingpage über ein Baukastensystem, die auch noch kostenlos ist, haust da ein paar Facebook-Ads drauf und guckst, ob überhaupt jemand dein Produkt kauft, also so ein Proof of Concept, ob du den Proof of Concept bekommen kannst. Und das war früher alles nicht möglich. Das war immer alles sehr schwierig als Selbstständiger. Man musste dann Miete zahlen, man musste Strom zahlen, man musste ein Office anmieten. Und das funktioniert heutzutage alles viel, viel einfacher im Internet. Dazu gibt es dann kostenlose Tools, um zu starten und von überall zu arbeiten, wie Google Drive, Dropbox, Trello, Slack. Das ist alles kostenlos. Du brauchst kein VC-Money mehr. Wir zum Beispiel sind bootstrapped und machen dieses Jahr 500.000 Umsatz mit unserem eigenen Unternehmen, und das gehört alles noch uns, die ganzen Shares, und das ist gerade erst der Anfang, was hier passiert. Also die Welt verändert sich auch in allen Bereichen, gerade die Arbeitswelt und die Angestelltenjobs, die bieten wirklich keine Sicherheit mehr, also ganz im Gegenteil, du bist auf einem sicheren Weg, wenn du dich selbstständig machst, und alles wird digitaler und die ganze Wertschöpfung, die verlagert sich noch viel, viel mehr ins Internet in den nächsten Jahren. Ja, cool. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass jetzt uns hier sehr, sehr viele Leute gerade zuhören und sagen, Markus, oder die sinngemäß sagen und denken, vielleicht Markus hört sich alles ganz geil an, aber ich muss ja irgendwie in die Umsetzung kommen. Und ich weiß selbst als Gründercoach, dass Umsetzung, das konkrete Doing halt oft der konkrete Engpass ist. Kannst du jetzt vielleicht auch mal ein bisschen konkreter werden und sagen, okay, das ist mal ein geiler Tipp an die Leute da draußen, wie komme ich in die Umsetzung? Ja, also ich habe so eine 3-Step-Formel für mich entwickelt.
wie ich in die Umsetzung komme, wenn ich dann völlig begeistert bin von meiner Idee. Viele kennen das wahrscheinlich und dann irgendwann fängt es aber an zu stocken und bei der ersten Challenge gibt man dann mehr oder weniger auf oder bei der zweiten oder spätestens bei der dritten und dann ja, bist du selber über dich selber enttäuscht und das, diese Enttäuschung, die löst ja dann auch wieder chemische Prozesse im Körper aus und du spürst es dann noch stärker, diese Enttäuschung und gehst dann in so einen Downward Loop. Also was wichtig ist, erstens, dass du ein konkretes Ziel hast, also es soll messbar sein, zum Beispiel bis zum 31.12. möchte ich 100 Website-Besucher auf meiner Seite haben und nicht bis 31.12. möchte ich die Seite live haben und ein paar Besucher drauf haben. Also sehr konkret und sehr messbar, um was du bis dahin umgesetzt haben willst. Vielleicht am besten noch, ich will ein Newsletter-Opt-in draufgebaut haben und ich will vielleicht die ersten 50 Leute schon meiner Newsletter-Liste. Zweiter Punkt, was richtig, richtig wichtig ist, ist dein Why, dein Warum. Das ist dein Treiber, also der Purpose dahinter, dass du dir überlegst, okay, du willst diese Website aufgesetzt haben, aber warum möchtest du das eigentlich? Warum möchtest du Geld verdienen? Und dann kommen viele Leute beispielsweise an den Punkt, dass sie vielleicht mehr Freiheit haben wollen. Die wollen selbstbestimmter sein. Die wollen vielleicht anderen Leuten im Leben was zurückgeben. Und das ist dein großer Treiber, weil Menschen machen Dinge nur aus zwei Gründen. Entweder aus Pleasure oder aus Pain. Also aus Spaß oder Freude oder Excitement an irgendeiner Sache oder aus Schmerz. Wobei Schmerz übrigens der größere Treiber ist. Darum war es bei mir auch ganz gut, weil ich wollte nie wieder in den 9-to-5, in den Angestelltenjob zurück. So, und was mir dann noch hilft bei dem Purpose ist, sich ein Vision Board aufzumalen. Also es geht ganz leicht heutzutage über Tools wie Canva oder so, dass man sich ausmalt, wie es sich anfühlt, wie es wohl ist, wenn du dieses Ziel erreicht hast, mehr Selbstbestimmung, mehr Freiheit oder von mir aus in meinem Fall dann vielleicht Kitesurfen gehen zu können. Und das Spannende ist nämlich, das Gehirn kann nicht unterscheiden, ob man Sachen schon erlebt hat oder ob man die sich jetzt nur vorgestellt hat. Das löst die gleichen Emotionen im Gehirn aus und die gleichen chemischen Prozesse und dadurch wirst du dann automatisch in diese Richtung gepolt. Also ein Vision Board ist super, super, super kraftvoll. Ich gehe sogar noch eine Stufe weiter und habe mir Mind Movie gemacht, mit dem ich regelmäßig meditiere, wo ich dann ganz genau sehe, wo will ich monetär stehen, gesundheitlich, was mit meiner Beziehung, was mit meiner Spiritualität, also das ganze Wheel of Life, gerade auch was ist mit meinen Business-Zielen, habe ich mir in das Mind Movie rein gebaut. Und das funktioniert richtig gut. Und Punkt Nummer 3 ist dann Massive Action, also in die Umsetzung gehen, dass du dann wirklich so getriggert bist und so in Ekstase versetzt bist, sag ich mal, von deinem Vision Board und von deinem Mind Movie, dass no matter what, egal was passiert, dass du das Ding durchziehst und durchhaust. Und was da wichtig ist, weil du bist immer der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du dich die meiste Zeit umgibst, dass du like-minded people in deiner Umgebung hast, die dir einen High Five geben, die in deiner Community oder auf deinen Events zum Beispiel zu finden sind, die dich motivieren, die dich inspirieren. Gerade in Deutschland gibt es viele Naysayer, die dir erklären wollen, warum irgendwas nicht funktioniert. Und genau diese Leute, die musst du aus deinem Leben, soweit es geht, raushalten. Im Übrigen ist das auch oft die Familie und die Freunde, die meinen es dann nicht böse, aber die haben auch Angst irgendwie, dass du zu groß wirst, dass du wächst, dass du quasi, dass sie dich dann nicht mehr halten können. Das ist also eigentlich nur gut gemeint, aber sie stehen dir da nur im Weg. Von daher such dir like-minded people. Wir haben eine riesen Community auf Facebook, dnxcommunity.de. Da ist auch jeder eingeladen mit über 10.000 Leuten mittlerweile, die sich gegenseitig supporten, unterstützen, wenn jemand da was Neues startet. Und das ist total wichtig. Und dann noch so ein Zusatzhack. Ich hatte mich ja gestern dann so ein bisschen auf das Interview vorbereitet und auch mit meiner Freundin oder grundsätzlich mal darüber gesprochen, wie es wohl ist, wie man in die Umsetzung kommt. Mit meiner Freundin darüber gesprochen, die sagte zum Beispiel auch, dass man aus Deutschland rausgehen sollte, also den Kopf freikriegen sollte, 1 bis 3 Monate an einen anderen Ort, neue Umgebung, neue Eindrücke, da kriegt man eine Inspiration, man denkt viel grenzenloser, das war bei uns so, als wir auf den Philippinen waren, man hat Abstand vom Alltag und da bietet sich zum Beispiel an, in so Hotspots zu gehen, wie in Chiang Mai, in Thailand oder Bali, Indonesien, da sind viele andere Nomads, die Cafés sind 24-7 offen, überall gibt es schnelles Internet, zum Beispiel waren wir Anfang des Jahres jetzt auf Koh Phangan, das ist eine Insel im Süden von Thailand, da gab es 3 Coworking Spaces auf dieser kleinen Insel und die hatten alle richtig, richtig schnelle, irgendwie 200 Mbit Internetleitungen am Start, also man ist einfach viel, viel kreativer und hat mehr Headspace, wenn man unterwegs ist in der Welt. Ja, das kann ich absolut bestätigen. Auch ich habe da ähnliche Erfahrungen. Da will ich auch jeden nochmal aufmuntern, sich dem anzunehmen, was du sagst, auf der einen Seite. Und zum anderen einfach selber rauszufinden, wie man selber strukturiert ist. Weil jeder Mensch tickt natürlich irgendwie anders. Jeder ist logischerweise nicht wie du oder wie ich. Aber das muss jedem bewusst sein, dass man das selber von sich erstmal rausfinden will. Also vielen, vielen Dank dafür deine 3-Step-Formel. Und ich hoffe, diejenigen, die gerade zuschauen und zuhören, schreiben da genauso viel mit, wie ich das gerade getan habe. Ein Punkt,
den ich gerne ansprechen möchte, ist so ein bisschen der Weg. Also du hast vorhin gesagt, du hast irgendwann den ersten Kunden gewonnen. Das war vor vielen, vielen Jahren. Eben gerade hast du gesagt, ihr macht jetzt eine 500.000 Jahresumsatz. Dazwischen habt ihr mit Sicherheit eine ganze Menge kleiner Dinge richtig gemacht. Aber was waren denn so die großen Hebel, großen Gamechanger? Ja, also der größte Gamechanger auf dem Weg zum, ja, zum Gründer oder dann zum erfolgreichen Unternehmer war auf jeden Fall das Mindset. Gerade in Deutschland ist man sehr geprägt von, also ich bin nicht mehr oft in Deutschland, muss ich dazu sagen, bin nur noch 2 oder 3 Wochen im Jahr in Deutschland, bin dann zu unserer Konferenz Ende Mai immer in Berlin, zur DNX, wo wir mittlerweile auch über 1.000 Leute am Start haben. Aber wenn ich in Deutschland bin, dann denke ich wirklich, ich bin im Krieg und denk so, was ist denn hier los? Also ich habe riesen Empathie für die Menschen in Deutschland, die haben Großartiges geleistet, gerade nach dem Krieg. Und das ist ein Volk, das super capable ist und viel Energie und Power hat. Aber jetzt so gefühlt in den letzten 5 bis 10 Jahren immer mehr gebrochen wird, gerade auch durch die Nachrichten, durch die Medien. Die Leute leben in absoluter Angst und im absoluten Mangel. Und das ist so traurig zu sehen. Ich sehe es ja auch in meiner näheren Umgebung, in meiner Familie, bei meinem Bruder, bei den Geschwistern von meiner Freundin, dass die Leute Angst haben vor irgendwas, was gar nicht da ist. Weil ich sehe es ja selber, ich reise um die Welt und die Welt ist gut und die Welt ist schön und die Menschen sind supportive, die sind hilfsbereit und gerade die am wenigsten haben, die teilen wirklich noch ihr letztes Hemd mit dir. Also bei mir, was mir total geholfen hat, war das Reisen und das Reisen hat dann so einen krassen Mindset-Shift ausgelöst vom Mangel in die Fülle. Also dass man denkt so, es ist alles schon da. Man lebt in völliger Abundance. Wir leben wirklich im Überfluss. Gerade in Deutschland zum Beispiel Geld wird immer wieder aus dem Nichts neu erschaffen. Weißt du, es gibt unendlich viel Geld. Du musst es nur schaffen, das Geld irgendwie zu dir zu leiten. Und es gibt so einen guten Spruch, der heißt, where your focus goes, your energy flows. Und wenn du ständig im Mangel bist und in Competition denkst und denkst, der andere nimmt dir irgendwas weg, dann passieren auch genauso Dinge, weil du dann deinen Fokus darauf lenkst und diese Dinge dann auch attractest, also anziehst. Aber wenn du deinen Fokus auf positive Dinge hast, dann siehst du auf einmal im Leben oder auch in deinem Business Life viel öfter die Chancen und die Opportunities, die dir dein Leben bietet und du ziehst automatisch positive Dinge an. Du kennst wahrscheinlich auch die Leute, wo du denkst, so, das kann ja nicht wahr sein, weil dem funktioniert irgendwie alles und dem fällt alles in den Schoß. Und das ist kein Glück, das ist einfach nur Preparation meets Opportunity. Und Preparation ist in dem Fall dein Mindset, dein positives Mindset und dein Fokus auf zum Beispiel gemeinsam Dinge zu erschaffen. Und das leben wir ja vor. Und ich glaube, deshalb ist es auch so erfolgreich bei uns in der DNX-Community. Das wäre erstmal ein Schock in der alten SEO-Welt, aus der ich komme, quasi in Deutschland, dass wir so viel Sharing, dass wir so viel teilen und all unser Wissen raushauen. Also dieses Giving is Living. Und genau das hat mir geholfen, dann wirklich diesen Shift hinzukriegen. Weil wenn man mal überlegt, es gibt 6 Human Needs. Ich weiß, wie heißt es auf Deutsch, Grundbedürfnisse des Menschen, warum wir tun, was wir tun. Und wenn du das einmal verstanden hast, dieses Konzept, dann ist eigentlich total einfach, auch selber für dich zu entscheiden, was ist denn dein Treiber im Leben? Also die 6 Human Needs ganz kurz sind zum einen Sicherheit, also Certainty. Wir wollen am liebsten Dinge vorbestimmen können, um Schmerz zu vermeiden und um Freude in der Zukunft zu erlangen. Dann gibt es Uncertainty, das ist Abenteuer. Wir wollen dieses Unstable Life, weil das wieder neue Synapsen stimuliert in unserem Gehirn. Dann ist Significance, das ist Bedeutsamkeit, zum Beispiel über Tattoos, Piercings. Die Menschen wollen sich unique fühlen, important, die wollen irgendwie special sein. Das Problem bei Bedeutsamkeit ist, damit bist du aber always immer in Competition. Du vergleichst dich die ganze Zeit mit anderen. Punkt Nummer 4 ist Verbindung zu anderen, Liebe, Connection, Love. Das ist eigentlich das stärkste Feeling, was es überhaupt gibt. Und jetzt wird es spannend. Jetzt kommen die beiden Spiritual Human Needs. Und das ist Growth und Contribution, also Wachstum und etwas beizutragen. Und wenn du es schaffst, dass du diese beiden Needs über die anderen Needs, die auch wichtig sind und wo jeder ein paar Anteile von drin hat, über die anderen zu setzen, weil die ersten 4, die shapen quasi deinen Charakter und die anderen, die sind dafür verantwortlich, dass du wirklich wächst und wirklich was in die Welt zurückgibst. Und dann kommen alle anderen Dinge, wie zum Beispiel Geld und Erfolg, kommt dann von selbst. Und deshalb merkst du, glaube ich, gerade auch schon oder die Zuschauer auch schon, dass für mich dieses Thema Personal Growth, persönliches Wachstum, persönliche Weiterentwicklung ist super, super, super wichtig, ein großer Bestandteil in meinem Leben, weil es ist so unglaublich wichtig, dass du dich als Person weiterentwickelst und das richtige Mindset hast, weil sonst dein Business nicht mehr weiter wachsen kann. Du wächst also immer nur
so groß mit deinem Business, wie du vorher als Person gewachsen bist. Und wenn du das einmal raushaust, das ist eigentlich dann super easy, nach diesen Prinzipien zu leben, und dann kommt alles andere wie von selbst, auch im Business. Ja, kann ich absolut unterstreichen. Markus, vielen Dank, dass du uns da so ein bisschen mitnimmst auf deine eigene Gedankenreisen und deine eigene Gedankenwelt. Persönliches Wachstum ist deswegen auch schon wichtiger als Businesswachstum. Also das eine folgt dem anderen, hast du ja gerade auch gesagt, aber persönliches Wachstum deswegen, da profitiert man logischerweise ein Leben lang von. Also auch mit 60, 70 wirst du irgendwie noch auf die Erfahrungen deiner letzten Jahre entsprechend zurückgreifen. Deswegen gut für dich, dass du es für dich sehr, sehr früh in deinem Leben erkannt hast, dass das so ist, und auch gut für alle anderen, die gerade zuhören und hoffentlich sehr, sehr aufmerksam zuhören und sich hoffentlich sehr, sehr viel mitschreiben. Ich hoffe, du gestattest mir trotzdem noch eine Frage so in die negative Richtung. Bei dir ist es ja offensichtlich und deiner Freundin sehr, sehr gut gelaufen. Es gibt viele andere, bei denen es auch sehr, sehr gut läuft, aber es läuft nicht bei allen gut. Also was sind so ein bisschen die Gefahren, die Downsides beim Unternehmertum, beim Gründen, beim digitalen normalen Lifestyle? Ja, auch bei uns, wie ich eben schon angedeutet habe, war es auf jeden Fall auch eine krasse Achterbahnfahrt, ne? Also zum einen die ganzen Challenges, die man sowieso als Unternehmer hat, dass man gerade am Anfang, als wir noch Freelancer waren, dass man quasi diese Panik, Gedanken hat, dass einem die Kunden wegbrechen und man von einem auf den nächsten Tag kein Geld mehr hat, nichts mehr zu essen hat, kein Geld mehr hat, eine Wohnung zu finden, unter der Brücke landet und dann stirbt. Das sind ja eigentlich so die Existenzängste, die relativ unwahrscheinlich sind, gerade in Deutschland, aber trotzdem hat die jeder Mensch. Und die hatten wir natürlich auch. Aber was eine Riesengefahr beim Unternehmertum ist, wenn du einmal aus diesem Red Race raus bist, aus dem 9-to-5, dass du dann in die Unternehmerfalle tappst und auf einmal dann ein Burnout zum Beispiel erleidest oder miserable bist. Das Krasse ist, wir haben auf der Erde 7 Milliarden Menschen ungefähr. Und davon leiden 10% aller Menschen leiden an Burnout oder Depression. Das sind 700 Millionen Menschen. Das musst du dir mal wegtun. Das ist eine richtig, richtig krasse hohe Zahl. So, und mehr 100 Millionen Menschen leben mehr als die Hälfte in den USA oder in Europa. Das heißt, wir haben bei uns in der westlichen Welt das Rad sehr, sehr, sehr überdreht zugunsten von der Profit-Gewinnmaximierung und zulasten von unserer Energie und von unserer Gesundheit. Und das ist eine Riesengefahr als Unternehmer, dass man, ich glaube, gerade auch durch Social Media ist man ja ständig in diesem Vergleich, und sobald du dich vergleichst, bist du ja schon wieder separiert von anderen. Das heißt, du bist wieder in dieser Competition, Stichwort Significance bei den Six Human Needs. Und das macht die Menschen einfach verrückt. Das macht die Menschen total, total wahnsinnig. Und von daher ist auch so wichtig, dass du quasi auch die anderen Bereiche in deinem Leben im Griff hast. Das sogenannte Wheel of Life. Das ist so ein Lebensrad mit verschiedenen Speichen. Und wenn davon eine Speiche kaputt ist, dann ist das ganze Rad uneben. Am Anfang ist völlig okay, wenn du mega on fire bist, dein Unternehmen zu gründen, als Gründer und zu starten, habe ich auch gemacht, die ersten 2 Jahre habe ich nur gearbeitet, wie so ein Kranker, wie so ein Irrer, bin ich morgens an Computer ohne Sinn und Verstand oder Konzept. Aber das ist auch cool, weil das sind ungeahnte Kräfte, die da ausgelöst werden. Das kann auch kein Mensch ein zweites Mal machen, glaube ich. Wenn ich dich fragen würde, ob du das nochmal so aufbauen könntest, was du aufgebaut hast, würdest du sagen, wahrscheinlich eher nicht, aber in dem Moment hast du so viel Momentum, dass es alles funktioniert. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt merkst du dann so, okay, ich sollte mich vielleicht um meine Gesundheit kümmern, sollte mich um meine Ernährung kümmern. Ich bin zum Beispiel 100% vegan unterwegs, esse nur vollwertige Pflanzenkost, ist ein dreifaches Win, zum einen für dein Body, du nimmst keine Antibiotika zu dir, zum zweiten stellst du dich nicht über andere Lebewesen oder tötest wehrlose Tiere, also das heißt, ich lebe kosmozentrisch, das heißt, mit der Natur und den Tieren im Einklang, wir teilen uns quasi nur die Erde. Und der dritte Punkt, wenn du vegan gehst oder mal ein bisschen weniger Fleisch isst, du musst ja nicht direkt so radikal machen, du schützt die Umwelt, wenn du weniger Fleisch isst, weil zum Beispiel ein Drittel von dem Amazonas-Regenwald, der ist schon abgeholzt für Sojaanbau, für die Massentierhaltung. Also wichtiger Punkt, und Ernährung und Gesundheit auch weg von der Schulmedizin, die per Definition nur die Symptome behandelt und nicht der Ursache auf den Grund geht, hin zu TCM, traditionell chinesischer Medizin oder Ayurveda, was aber gerade glücklicherweise immer mehr gerade auch in den USA aufkommt und die Leute werden gerade so ein bisschen aware, es gibt gerade so einen globalen Mindshift auf allen Ebenen, dass das Lebenskonzept, was wir jetzt schon lange gelebt haben, uns wirklich nicht dahin gebracht hat, was uns versprochen wurde. Aber zum Wheel of Life gehört auch zum Beispiel Relationship, Beziehung zu anderen Menschen, zu deinen Eltern, zu deinen Geschwistern, zu deinen Freunden, zu deinen Businesspartnern, Empathie für andere Menschen zu haben, weil wir sind alle eins auf dieser Erde und wir sind alle connected, wir gehören irgendwie alle zusammen. Und wenn du scheiße zu irgendjemandem bist, zu einem Arbeitskollegen, zu deiner Freundin,
zu deiner Schwester oder so, dann wirkt sich das auch wieder in deren Leben quasi auf die anderen Menschen aus. Und es gibt so einen sogenannten Ripple-Effekt oder Butterfly-Effekt, dass es irgendwann auch wieder zu dir zurückkommt. Gute Beziehungen zu führen, Sport zu machen. Ich mache zum Beispiel Kitesurfen für mein Leben gern, mache viel Kampfsport, mache Krav Maga, mache Muay Thai, wenn ich in Thailand bin. Und absoluter Gamechanger, absoluter Hack und Tipp von mir, Number One für jeden Unternehmer, für jeden Gründer, ist Achtsamkeit, Meditation, Spiritualität. Also ich meditiere, ich habe so eine App, die heißt Calm. Da bin ich, glaube ich, gerade bei 480 Tage am Stück. Und das hat auch nochmal mein Leben komplett verändert. Wenn du einfach mehr in deine Ruhe kommst, in deine Mitte kommst, wenn du mehr reflektierst, wenn du dich so ein bisschen separierst von dieser krassen Umwelt, von diesen externen Einflüssen, die da jeden Tag auf dich einprasseln, gerade auch als Gründer hast du irgendwann viele Entscheidungen zu treffen. Und da ist es wichtig, dass du in deiner Kraft bleibst, in deiner Mitte bleibst. Und da kann ich jedem nur Meditation empfehlen. Und wer sagt, er hat keine 10 Minuten, der sollte sich einen ganzen Tag oder eine ganze Woche zum Meditieren nehmen, weil so enorm wichtig ist das und so abgefuckt bist du dann schon, wenn du sagst, du hast keine Zeit zum Meditieren, dann machst du irgendwas falsch in deinem Business und in deinem Leben. Ja, ich habe das schon sehr, sehr oft gehört. Ich habe keine Zeit zum Meditieren. Eigentlich ist das der falsche Ansatz. Ich habe mal mit Professor Dr. Lothar Seibert gesprochen, der Zeitmanagement-Experte ist und sagt, auch Zeit kann man nicht managen. Jeder Mensch hat gleich viel, das ist eine Frage der Priorität. Und Meditation sollte da sicherlich einen sehr, sehr hohen Status erhalten. Das sagst ja nicht nur du. Du hast gerade was sehr Schönes gesagt. 700 Millionen Menschen leiden unter Burnout und Depressionen. Also wer jetzt gerade noch auf der Idee ist, einer Geschäftsidee, da könnte man konkrete Problemlösungsprodukte anbieten. Das nochmal so am Rande. Und du hast vorhin bei einer vorigen Frage mit deiner 3-Step-Formel geantwortet und habe ich natürlich näher nachgefragt und möchte in einen Punkt nochmal tiefer reinspringen. Und zwar den zweiten Punkt von den drei, den du genannt hast, das Warum. Kannst du uns so ein bisschen mitnehmen, was ist dein persönliches Warum? Wie hat sich das entwickelt? Was steckt dahinter? Ja. Ehrlich gesagt war das für mich jetzt auch eine längere Reise, an meinem wirklichen Warum anzukommen und hinzugelangen. Ich dachte, eigentlich wäre es immer, mich selber zu fulfillen und quasi den Joy, die Freude, die es mir bereitet, anderen Menschen zu helfen, auch aus dem unkonventionellen Leben auszusteigen. Aber wie ich eben schon gesagt habe, habe ich auch viel Arbeit in mich selber investiert, in Sachen Persönlichkeitsentwicklung. Und ich glaube, das Why, das steckt bei mir persönlich jetzt noch viel tiefer. Also erstmal ist das Why enorm wichtig für einen Gründer, weil das macht wirklich den Unterschied im Long Run. Wenn zwei Leute die gleiche Business-Idee haben oder zwei Gründer das gleiche Business gründen, geht einer zwischen die Puste aus, nämlich dem, der wo das Why nicht so groß ist wie im Vergleich zu dem, der ein größeres Why hat. Der macht nämlich auch in Zeiten weiter, wo es Business nicht so gut läuft und der es dann nicht nur aus Geldgründen macht, sondern wo der Purpose dann viel, viel größer ist. Und mein Why beginnt vor über 20 Jahren mit dem Tod von meinem Vater. Da war ich 19 und eigentlich war kurz vor Abi-Klausuren, auf einmal war ich so der Älteste in der Familie und eigentlich war mein Leben relativ vorgeplant, also relativ konservativ vorgeplant, dass ich mal Anwalt werden sollte oder irgendwie bei KPMG, PricewaterhouseCoopers als Berater lande. Nicht Pricewaterhouse. Heißen die PricewaterhouseCoopers? Ja, ne? PwC. Ja, genau, da irgendwie. Ja, genau, PwC. Als Consultant Ende. Und schon immer als kleines Kind oder kleiner Junge hatte ich immer zu viel Energie und habe das aber damals dann viel in Sport gelenkt und habe ziemlich gut und hoch Tennis gespielt und Handball und Basketball. Und als mein Vater gestorben ist, ist das dann mega in andere negative Kanäle umgeleitet worden. Ich bin zum Beispiel abends viel rausgegangen, habe krasse Partynächte gemacht. Ich wurde gewalttätig, war mit dem Fußball unterwegs, hatte Schlägereien, habe zwei Zähne verloren. Die beiden zum Beispiel sind tot. Irgendwann werden die schwarz und fallen dann noch aus. Habe einen Hundebiss in meinem Bauch von einem Polizeihund. Habe hier 5 Titanplatten drin von irgendwelchen Schlägereien und Jochbeinbrüchen. Hatte also immer wieder Stress und Trouble in meinen 20ern und war echt, ich sage, so ein richtiger Assi, so ein Typ, mit dem man eigentlich nichts zu tun haben möchte. Und es waren echt düstere und schlimme Zeiten in meinem Leben, die gehören aber irgendwo zu mir dazu. Aber dadurch, dass ich so extrem unterwegs war, war ich natürlich immer mit dem konventionellen System auch
immer in Trouble. Und auch im Job bin ich dann zum Beispiel zweimal aus dem Job geflogen und habe gemerkt, so ich muss irgendwie einen Weg finden aus diesen konventionellen Zwängen und Normen. Im Grunde war das ja nur ein Hilferuf oder ein leiser Schrei nach Liebe von mir, so extrem zu sein, dass ich irgendwas finden muss, um mein wahres Potenzial und meine wahre Stärke irgendwie ausleben zu können. Und da kam dann Feli ins Spiel, die ich bei einem Job kennengelernt habe, bei Stepstone. Und sie hatte dann diesen Reiseaspekt reingebracht und ich hatte den Mut, mich selbstständig zu machen. Und so kann man sagen, dass eigentlich das digitale Nomadentum und das ortsunabhängige Arbeiten und dieses Sprengen von den Fesseln, die das ermöglicht hat, von allen Zwängen und mein Leben dann wirklich nach meinen eigenen Regeln zu leben, hat mir wirklich mehr oder weniger geholfen, da rauszukommen und vielleicht auch mein Leben zu retten, weil es wirklich sehr, sehr negativ war und sehr weit runtergehe. Und deshalb ist mein Why, dass ich anderen Menschen helfen möchte, auch aus diesen konventionellen Systemen, auch wenn sie vielleicht nicht ganz so tief oder ganz so heftig davon beeinflusst worden sind wie ich oder irgendwie ganz so krass gelitten haben wie ich, dass sich die Energie dann so in andere Richtungen ausschlägt. Aber ich glaube, jeder Mensch hat einen Purpose und jeder Mensch hat ein Gift, ein Geschenk, weswegen er auf dieser Erde ist. Und jeder Mensch hat ein Talent und ein Skill. Das sieht man dann auch bei uns, was dann alles passiert ist, nachdem das dann einmal rauskommen durfte. Als Unternehmer musst du auf einmal nicht mehr um Erlaubnis fragen. Das musste ich auch erstmal lernen. Und deshalb ist mein Why, den Leuten einfach zu zeigen, das Leben ist schön, das Leben ist wundervoll und kein Mensch muss sich in irgendwelche konventionellen Normen und Zwänge eingliedern. Okay, großartig. Vielen, vielen Dank, Markus, dass du das so offen noch transportierst. Es hilft uns allen, dich besser zu verstehen. Da anschließend auch gerne die letzte Frage. Wer jetzt mehr über dich wissen möchte, mehr über den Lebensstil eines digitalen Nomaden oder den Weg dahin, wie können die Zuschauer mit dir Kontakt aufnehmen? Wo findet man was? Du hast vorhin schon immer eingangs so ein paar Sätze fallen lassen. Fass das doch nochmal vielleicht einmal ganz kurz zusammen. Ja, also wenn man mich googelt, Markus Meurer, findet man relativ viel. Ansonsten findet man dann wahrscheinlich direkt auf meine persönliche Website, markusmeurer.de. Die DNX-Community ist für jeden offen. Da sind über 10.000 Leute drin, die sich gegenseitig supporten und helfen und unterstützen. Ich bin da auch jeden Tag noch am Start und helfe, wo ich kann. Die findet man unter dnxcommunity.de und unter dnxnews.de. Das ist unser Newsletter, da findest du dann auch einen 50-Euro-Gutschein für die nächste DNX-Konferenz am 26. Mai 2018 in Berlin mit viel Networking, fantastischen Speakern, eigenem Workshop-Tag, Pre-Events, Mastermind-Sessions. Ja, das sind so die Kanäle. Die Konferenz findet man noch auf dnx-berlin.de und die internationale Konferenz, wo ich jetzt gerade quasi bin, die findet man dann unter dnxglobal.com. Und ganz am Ende möchte ich aber gerne noch loswerden, ja, die Zeiten sind einfach geil, Leute. Also nutzt die Chancen, die uns die Digitalisierung bringt und fokussiert euch nicht auf die Risiken, was man gerne in Deutschland macht und auf die Challenges, sondern sagt, wie geil Artificial Intelligence, wie geil Virtual Reality, wie geil Cryptocurrency, wie geil Bitcoin, wie geil Blockchain, Ethereum. Die Welt ist global, die Welt ist vernetzt. Man muss nicht in Deutschland sein. Man kann auch so leben wie zum Beispiel ich. Ich lebe nach der Flaggentheorie. Das heißt, man macht sich unabhängig von irgendwelchen Staaten und Systemen. Ich bin in Zypern gemeldet. Meine Company ist in Zypern. Ich habe eine weitere Company in Hongkong. Ich habe Bankkonten auf der ganzen Welt. Ich habe viel in Kryptowährungen investiert. Und genau das sind so die Chancen für die Zukunft, die jeder auf jeden Fall dann auch für sich nutzen sollte. Ja, cool. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr wahre Worte, die du da sagst. Die Welt ist auch digital, die Welt verändert sich ständig. Das mag ich in der Auflistung vielleicht noch kurz ergänzen. Und diese Veränderung in Kombination mit Digitalisierung, mit offenen Grenzen, ermöglicht halt sehr, sehr viele Möglichkeiten auf persönlicher Ebene als auch auf der Business-Ebene oder Einkommensebene, sodass man das sehr, sehr gut miteinander verknüpfen kann. Und da sollten wir uns sehr, sehr glücklich schätzen, dass unsere Generation jetzt die Möglichkeit dazu hat. Aber selbst wenn man jetzt nicht vielleicht unbedingt der Typ ist und sagt, ich will ins Ausland auswandern, trotzdem kann man ja sehr, sehr viel von diesem Know-how, von diesem Wissen, von diesem Netzwerk, von diesen Veränderungen, von diesen Entwicklungen dann profitieren, oder? Absolut, absolut. Auf allen Ebenen, auch in Deutschland. Also es gab noch nie so viele Chancen, gerade im digitalen Bereich wie jetzt im Jahr 2017, die Tools sind da, habe ich eben schon gesagt. Was aber auch spannend ist, auf der anderen Seite, dadurch, dass alles immer technischer und digitaler wird, ich sage immer High-Touch und High-Tech, also zum einen High-Tech, aber die Menschen sehen sich auch immer mehr nach Touch. Wir sind soziale Wesen, darum hast du wahrscheinlich so
mit unseren Real-World-Events. Wir machen Co-Living-Camps auf der ganzen Welt und die Konferenzen in verschiedenen Sprachen. Die Menschen, die suchen einfach Gemeinschaft und die like-minded Tribes, die rücken auch immer näher aneinander und das ist echt eine spannende Entwicklung, in der wir gerade sind. Also es sind echt historische Zeiten jetzt gerade im Jahr 2017. Ja, und mit Sicherheit wird das im nächsten Jahr auch weitergehen. Also vielen, vielen Dank an dich, Markus, für die sehr, sehr intensiven Erläuterungen und Einführungen in dein Leben, in die Denkweise, die vielen Tipps, die du mitgegeben hast. Schöne Grüße nach Lissabon und vielen Dank, dass du dabei warst. Danke, mein Lieber. Viele Grüße nach Deutschland. Köln, ne? Bist du? Köln in dem Fall, genau. Ja, liebe Teilnehmer, ich denke, ihr konntet eine ganze Menge mitnehmen von Markus Meurer, der als digitaler Nomadin seit ein paar Jahren unterwegs ist. Er hat uns verraten, 500.000 Umsatz macht er mittlerweile damit. Also es läuft auch finanziell ganz gut und offensichtlich auch der Beweis dafür, dass man das sehr, sehr gut machen kann. Er hat gerade ein paar Webseiten genannt, wie Podcasts etc. und Veranstaltungen. Ein paar davon haben wir unter dem Stream nochmal oder werden wir gleich unter dem Stream für euch verlinken, wenn ihr das nicht so schnell mitschreiben konntet. Ansonsten, Google ist euer Freund. Vielen Dank und ich hoffe, du konntest eine Menge mitnehmen aus dem Interview.